Wie kann es sein, dass ich eine Österreicherin bin und hier in Ustjorna in der Ukraine lebe? Das habe ich mich oft gefragt. Unsere Vorfahren sind im Jahre 1775 aus Österreich gekommen. Zuerst war unser Nachname Karls, aber durch einen Schreibfehler wurden wir Kais. Seit meiner Kindheit bin ich es gewohnt, mehrsprachig zu sein. Zu Hause spreche ich mit meinen 7 Geschwistern und meinen Eltern den transkarpatischen Dialekt, einen Mix aus ukrainischen, ungarischen, slowakischen und deutschen Wörtern. In unserem Dorf leben 1500 Menschen. Darunter sind Bewohner der ungarischen, slowakischen, rumänischen und österreichischen Minderheit. Dank der Familienzusammenführung ist mehr als die Hälfte der Bewohner nach Österreich ausgewandert. Außer uns leben jetzt nur noch 10 Österreicher hier. Mit der deutschen Sprache verbinde ich den oberösterreichischen Dialekt, den mein Vater mit meiner Oma spricht. Ich verstehe zwar alles, kann aber nicht wirklich mitreden. In Österreich war ich viele Male, meine Verwandte und Freunde besuchen. Wenn ich dort bin, habe ich das Gefühl, dass ich daheim bin, weil alle um mich herum so sprechen wie mein Papa mit meiner Oma und Opa. Mein Vater ist Deutsch- und Englischlehrer in der Ustjorna Mittelschule. Er war mein Deutschlehrer in der Schule und natürlich auch zu Hause. Gerne erinnere ich mich an diese Zeit zurück. Die deutsche Sprache ist meine zweite Sprache. Es ist keine Muttersprache für mich. Natürlich spreche ich besser Ukrainisch, denn meine Mutter ist Ukrainerin. Warum sind wir geblieben? Opa wollte weg, aber Oma wollte es nicht. Mein Onkel ist nach Ebensee und mein Vater wollte meine Großeltern nicht allein lassen. So sind wir geblieben. Und so schlecht ging es uns damals auch nicht, sagt mein Vater immer. Aber ehrlich gesagt, ich wollte zum Beispiel immer Reiseleiterin werden. Meine Traumstädte sind Venedig und Paris. Dahin zu fahren ist von der Ukraine zu schwierig, da man ein Visum braucht. Jetzt studiere ich im Uschgorod deutsche Philologie. Ich fühle mich als Ukrainerin mit österreichischen Wurzeln. Meine zweisprachige Identität bedeutet für mich die Zugehörigkeit zu der europäischen Gemeinschaft. In Transkarpatien, der Teil der Ukraine, in dem ich groß geworden bin, mag ich besonders die Berge und die Flüsse. Ganz besonders liebe ich den Wasserfall. Wenn ich schlechte Laune habe, gehe ich dorthin, um nachzudenken. Transkarpatien ist meine Heimat und darauf bin ich stolz.